Grüß Gott und willkommen zurück zu Champions League 2004-2005. Das Spiel ist zwar 10 Jahre alt, aber es macht irgendwie immer noch Laune. Und es geht direkt weiter, betreff Newcastle United. Zwei Tore erzielen, Schüsse aufs Tor, 10 oder mehr. Ich muss sie wohl nicht daran erinnern, dass dies die Mannschaft ist, die wir am Ende der letzten Saison geschlagen haben, um uns für die Champions League zu qualifizieren. Sie werden heute hochmotiviert sein, uns zu schlagen. Sorgen Sie dafür, dass dies nicht passiert. Ja, Schüsse aufs Tor ist ja wieder super. Also aus allen Lagen draufballern, wenn es geht. Brian Giggs ist wieder zurückgekehrt. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal dort, wo er ist. Und wir machen weiter, denn wir müssen etwas beweisen. Situation. Starm hat in der 22. Gelb kassiert, Sylvester in der 31. Gelb und Shearer hat in der 41. Minute das 1-0 für Newcastle erzielt und jetzt haben wir die 45. Minute, also sprich die zweite Hälfte, Anstoß für Manchester United, hoffe ich doch mal, und los geht's. Die Saisonhälfte ist nun fast abgeschlossen und ich denke, es wird Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Beide Mannschaften hoffen auf einen Sieg, um sich eine gute Ausgangsposition für die restlichen Spiele zu verschaffen. Die Trainer haben ihre Mannschaften in der Halbzeit neu eingestellt. Mal sehen, wem von beiden dies besser gelungen ist. Ja, und da haben wir gesehen, Rüdiger zum ersten Mal wirklich überhaupt nicht zufrieden. Und wohin damit? Ein ziemlich grimmiger Blick. Robert. Wild am Gestikulieren. Zu Recht. Rooney. Rooney. Und so fällt der Ausgleich. Genau. So und nicht anders. Er hätte den Ball auch in die obere Ecke donnern können. Aber er hat erkannt, dass in der unteren Ecke genug Raum war, um die Chance zu nutzen. Da fackelt er nicht lange. Sein erster Treffer mit seinem ersten Schuss. Den Ball wollte er haben und er bekommt ihn. Der Ball wird geführt. Die erste Verwarnung. Oh, schön gehalten. Dieser Freistoß war schon verdammt gut, aber der Torwart stand ihm in nichts nach. Erster Schuss von ihm aufs Tor und nur der Torwart vereitelt hier den Erfolg. Ja, und schon wieder kein Freistoß-Tor. Das ist irgendwie einfach traurig. Der defensive Mittelfeldspieler aufgerückt. Er ist da, ja? Ja, also an sich klangen diese Missionsziele ja machbar, aber das alles in einer Halbzeit. 10 Schüsse, das ist schon echt. Der Angriff über links vorgetragen, der Pass in die Mitte, der Schuss. Es sieht so aus, als ob er den Ball nie wieder hergeben möchte. Kluivert. Ja, Kluivert. Den Kopfball konnte er nicht gut genug kontrollieren, denn der Ball geht weit am Tor vorbei. Pech gehabt, denn das war wirklich ein guter Versuch. Da macht meine Abwehr mal kurz einen auf Harakiri. Scholes. Scholes. Oh, Van Nistelrooy. Wird er treffen? Da konnte er ihn gerade noch aufhalten. Das ist lustig, bei der KIR stehen sie blöd rum, auf einmal schlagen sie innerhalb von einer Zehntelsekunde zu, sodass man überhaupt keine Zeit mehr zum Reagieren hat. Carr. Nein. Skills. Also auf diese 10 Schüsse verzichte ich auch gerne, aber nach vorne geköpft. Wir gucken erstmal, dass wir gewinnen. Wir müssen ja unsere Position in der Liga verteidigen. Stamm. Ein, zwei, drei Abwehrbeine dazwischen. Macht nichts, sie bleiben im Ballbesitz. Und dann rennt Ibagaza sich sinnlos an der Grundlinie fest, warum auch immer. Van Nistelrooy. Das ist Rooney. Er muss schießen. Er kann ihn nicht festhalten. Was für ein Tor. Und der Wayne mit dem Doppelpack. Jetzt wird er wohl aus jeder Lage schießen. Diese Führung müssen sie jetzt vehement verteidigen. Mit einem Tor liegen sie in Führung und der Zwischenstand lautet 2-1. Ja, und da wurden die United-Fans einmal richtig laut. Weltklasse-Dribbling, wie macht er das bloß? Ausgezeichnet den Gegner aufgehalten.
Der kommt jetzt auch. Jetzt Kluivert. Den Ball erobert. Was macht er daraus? Ganz hinten kommen sie wieder in Ballbesitz. Sie haben sich den Ball abnehmen lassen. Wird er schießen? Gut gespielt vom Verteidiger. Wir können froh sein, dass wir es nicht mit Barcelona diesmal zu tun haben. Gut reagiert vom Verteidiger bei diesem Querpass. Also heute gleicht unsere Abwehr einem Hühnerhaufen. Wayne Rooney. Und zwar einem weiblichen Hühnerhaufen. Nicht, dass Hühner ohnehin weiblich werden, aber egal. Und weg mit dem Ball. Wenn ich gesagt hätte, sie gleicht einem Hahnhaufen, das wäre irgendwie komisch gewesen. Robert. Und zudem auch völlig unlogisch. Sowas gibt es nämlich nicht. Genius. Guter Angriff. Jetzt sollte er das Spiel schnell machen. Doch kein Pass. Das war doch gar kein Pass in den Lauf. Dann. Paul, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Shearer holt sich den Ball. Wayne Rooney. Ruud van Nistelrooy. Nutzt er die Chance? Verwandelt er? Weit, weit daneben. Er kann nur hoffen, dass ihm das nicht nochmal passiert. Was ist denn da passiert? Was für eine Enttäuschung. Ach nee, so Enttäuschung fand ich das jetzt nicht. Hoppala. Ein böses Foul. Er sollte sich dafür schämen. Sieht mir nach einer Verletzung aus. Daher auch eine gelbe Karte für seinen Gegenspieler. Ganz böse Verletzung, wenn du mich fragst. Aber er hat Glück, bekommt nur Gelb. Und das war ihre letzte Auswechslung. Oh ja, das ist der Ausgleichstreffer! Ohne Zweifel ein klasse Tor. Endlich geht der Ball mal rein, endlich wird er für seine Mühen belohnt. Ja, also das lief jetzt im Großen und Ganzen richtig miserabel. Das ist eine Chance. Was für eine Glanztat. Meine erste selbstverschuldete Karte und gleich noch das Gegentor. Genius. Also Newcastle braucht nicht viele Versuche für ein Tor, genauso wenig wie wir. Versuch des direkten Kurzpassspiels. Das ist jetzt mal gelungen. Ja, da herrscht schon eine andere Gegenwehr. Mit den Fingerspitzen vorerst gerettet. Als damals bei dem 6:0. Mit dem Kopf. Shearer. Auf einmal fliegt Roy Keane 10 Meter weg. Und Kluivert. Bellamy. Stamm. Ja, und ist damit einem großartigen Tackling-Einsatz. Okay, warum Rooney denn mal so stark schießen muss, weiß ich nicht. Aua! Schiedsrichter nicht lange zögern und ihm gelb zeigen. Das war seine letzte Aktion in diesem Spiel. Der Schiedsrichter muss ihn hier vom Platz schicken. Da bleibt ihm keine andere Wahl. Aber wenig effektiv zu diesem Zeitpunkt. Und von der Mauer gestoppt. Von der rechten Seite. Jetzt werden sie ihre kopfballstarken Leute vorne suchen. Am Tor vorbei. Sie hoffen noch auf den Siegtreffer. Tja, dann verliere ich. Die beiden Teams haben 4 Tore gerecht aufgeteilt und beenden das Spiel mit einem Unentschieden. Und hier nochmal die besten Aktionen aus dieser Partie. Ja, damit gewinne ich auch zum ersten Mal ein Ligaspiel nicht. Und das ausgerechnet gegen die Mannschaft, gegen die wir uns damals den Einzug in die Champions League gesichert haben. Aber das aufgrund von eigener Stümperhaftigkeit. Das war durchaus vermeidbar. Aber nun ja, es kann ja nicht alles gelingen. Und insofern muss man nur noch bleiben, dass man das nicht wiederholt, wie ein kleines Kind rumquengelt, bis man dann gewonnen hat. Nein, nein. Also, miserable Passquote. Zweikämpfe gab es ja auch nicht viele. Schüsse aufs Tor, ja auch die habe ich verpasst. Dafür war einfach zu wenig los. Und dann sehen wir uns gleich im Menü wieder. Werden wir so etwas jetzt öfter sehen? Ist das gegen eine derartige Mannschaft ein zufriedenstellendes Ergebnis? Nein. Wie immer möchten wir bei EA Sports Talk Radio von euch, die Werte unseren Hörern wissen, sind katastrophal. Teilt uns so eure Gedanken mit. Ihr bestimmt das Thema der Manchester United sichert Auswärtspunkt. Sind freigeschaltet. EA Sports Talk Radio.
Schieß los, wir sind live auf Sendung. 2000 Gegentore, 1600 Fouls, gelbe Karten, also. Also so eine was ich eben auf dem Platz gesehen habe. Und was die dann auch noch verdienen, völlig überbezahltes, lahmes, mit Oberliganiveau kann man die Champions League einfach nicht gewinnen. Hallo, was meinst Jawohl. Du dazu? Er bringt's auf den Punkt. Das war ja ein langweiliges Spiel, wäre ich bloß nur zu Hause geblieben. Das ist ja schrecklich, was die da anrühren. Das nächste Mal schaue ich mir vom Fernseher an. Ruft jetzt an. Der Hattrick. Mein Thema, 5. März 2005. Euren Anruf. Es geht ein Anruf nach dem anderen bei uns ein. Und wir kommen zum nächsten Anrufer. Schieß los, hier ist EA Sports Talk Radio. Ich denke, wir müssen mehr auf die Jugend setzen. Der VfB hat es vorgemacht, die Mannschaft hat gezeigt, mit Talenten kommt man einfach weiter. Und ich hoffe, dass sie dieses Jahr Meister werden. Ja, und ihr hört's, die Kommentare werden so gleich bissiger. Das ist man beim ManU in den letzten Spielen einfach nicht gewohnt, dass man gegen so einen Gegner nicht gewinnt. Aber auch das soll es tatsächlich ja mal geben. Und beim nächsten Mal müssen wir dann beweisen, dass wir die alte Konstanz wieder zutage fördern können, würde ich sagen. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.